Damen und Herren, willkommen zur One Piece Reaction auf das neue Chapter 1119. Ich weiß, mein lieber Chat, ist nächste Woche Pause oder geht's weiter? Ist so wahrscheinlich Pause, oder? So wie ich Oda kenne, ist bestimmt kleine Pause, bisschen chillen, millen, danach weiter. Danach Pause, ja gut, dann kann ich ja damit rechnen, dass ein kleiner Cliff zu seinem Hänger kommt. Ich bin gespannt. Ich habe diesmal, glaube ich, nicht so viel Spoiler mitbekommen. Ich glaube, letztes Mal habe ich ja Spoiler gelesen, aber danach weiß ich nicht. Was zum Teufel ist E-Meff? So, geh bitte, Stussi! Du weißt doch, was ich als nächstes tun werde, oder? Freunde, mach dich nicht lächerlich. Als kaltblütige Kollegen habe ich dich sogar respektiert. Wenn Luki hier auftaucht, werde ich ihn nicht stoppen können. Hör zu, Ecki, ich gehe! Bro, Ecki, Alter. Wieso ist Ecki der Main Character geworden von diesem ganzen Arc? Das ist unfassbar. Ecki ist einfach wirklich Main Character. Ei, 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 jetzt macht's langsam Spaß. Oh, die One Piece Community dreht komplett durch, Digga. Die One Piece Community dreht komplett am Rad, Alter. Das ist das Gesicht von Stroh und Ruffys Steckbrief. Nika! Das ist eine Täuschung der Altersfrucht. Lasst euch nicht drauf ein. Ach so, denken die jetzt, dass Bonnie einfach steinalt geworden ist und deswegen hat sie weiße Haare? No way. Lasst euch nicht drauf ein. Leute, man kann diese Monster... Also, ich weiß, dass Bonnie eine andere Frucht hat, aber die denken das vielleicht. Leute, man kann diese Monster in Stücke reißen oder zerquetschen. Das bringt alles nichts. Und was macht der? Darum müsst ihr mit aller Kraft auf mich eindreschen. Soll das heißen, sie wegzubladen ist die einzige Möglichkeit? Nein. Nein, 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 nein. Oder... Nein. Oder... Oder deine ganze Community wird durchdrehen. Mit ganzer Kraft, richtig? Wir sollen Ruffy schlagen? Wir zählen auf euch. Macht irgendwas mit diesem Vogel. Löscht das Feuer und segelt los. Hört auf zu tanzen, ihr Schwachköpfe. Aber Boss, ihr habt doch... Lol, die fangen alle schon an. Befehl unseres Captain, Bonnie Line, Ilfe, Jumbo Hull, Strong Impact. Okay, dann Sondergröße Nikas, Memorize Right Punch. Aha. Hä? Es tut weh. Ah! Okay. Na klar, Leute, natürlich tut das weh, wenn ihr Haki benutzt. Gum, gum. Nicht loslassen, Bonnie Line. Du musst so fest gegen ihn pressen, als wolltest du Ruffy fertig machen. Was ist los mit euch? Don Ballon. Digga, ist er Rouge geworden? Er haut einfach die Sachen jetzt zurück. Er steckt ein und wird dann stärker. Er ist weg? Wie weit ist denn der geflogen? Das kann es ja nicht sein, oder? Was ist mit Lüstern und den anderen? Die müssten eigentlich jeden Moment hier unten landen. Aber wo bleiben sie nur? Ich gehe nachschauen. Was? Atlasline? Jo, Bewachtung. Snillifer. Wir. Nichts. Hat keinerlei... Was? Als kontinuierlich weitergegeben, es geht weiter. Ah, die, warte mal. Die Übertragung geht weiter? Ich bete, dass meine Stimme die Person erreichen möge. Die Memory und die Gedankenwellen von Übertragungsschnecken sind separate Schaltkreise. Ihr müsst die Schnecken selbst zerstören. Die aus diesem Grund an der Nase herumgeführt... Habe ich das nicht letzte Woche gesagt, Chat? Habe ich das nicht? Oder hat das... Warte mal, ich kann mich an irgendwas erinnern. War nicht letzte Woche irgendwas an fucking Gaimon, Bro? Bro! Gaimon ist hier, man! My fucking guy, Alter! Es ist Guy sein Mon. Ich kann's nicht fassen. He is fucking him, Bro. Alter, selbst er hat eine Waifu. Guy ist krank. Hä? Warum? Ein Bombenangriff? Nein! Digga, ist wieder Attack on Titan hier? Warte mal. Das sind Cypher-Agenten und Trümmer. Wieso fallen sie vom Himmel? Fangt uns auf, sonst sterben wir! Das sind auch Seraphim. Onkel, das Monster. Da spuckt sie aus. Aha, sieht aus wie ein... Übrigens hat mir ein Typ auf der Dokubi einfach mal einen Zettel in die Hand gedrückt, wo drin stand, Orouge in 7. Nur fürs Protokoll, Digga. Es erzeugt einen Sog. Wir müssen weg. Bro, Digga, einfach die Lade aus der Shisha-Bar unterwegs. Wir hatten uns weggewinkt, aber jetzt werden wir wieder zurückgezogen. Holt die Segel ein, benutzt die Ruder. Du bist Vieh. Baboom. Gib's ihm, Nika. Ein weißes Riesenmonster. Cypherbull-Agenten, die kommen vom Himmel fallen. Das kann auch alles nur ein Traum sein. Verdammt! Das Wildschwein ist losgerannt. Das Biest ist unglaublich hart. Das ist nicht gut. Es wird das Schiff zerstören und es bleibt nur noch die Flucht. Body Line. Oh, sie ist tot. Okay, sie kann nicht immer Freiheit. Ich kann nicht mehr. Freiheit ist so anstrengend. Hä? Was ist das denn? Ach so. Joy Boy. Hörst du Emef? Alter, er hat das Horn abgeschlagen. Der Zeitpunkt ist gekommen. Der Zeitpunkt? Was ist das denn für ein Teil? Robo! Oh, Digga, es ist jetzt zu Ende. Es ist jetzt zu Ende. Oh, nö. Es ist ja wieder ein richtig kurzes Chapter. Wie lange habe ich reagiert, Digga? 5 Minuten? Was ist das denn? Das mit Emef ist von Joyboy gesprochen. Joyboy hat gesprochen. Der Roboter heißt Emef. Der Roboter heißt Emef. Joyboy hat gesprochen? Hä? Hä? Wie Joyboy hat gesprochen? Welcher... Hä?
Imef ist auch hebräisch für... Erschworen wurden wir, da sind wir. Wahrheit. Da sind wir. Hä? Digga, erstmal... Ein Wimpernschlag und Chapter ist oben. Ja, ja, ich weiß, ja, wirklich. 13 Seiten Chapter wieder. Erstmal wow. OBT und Kagi am Starti, wie Joyboy redet. Wie Joyboy redet, was? Ja, so Flashback-mäßig Flashback-Erinnerung. Ah, er hört, er denkt an Erinnerungen, ne? Okay. So mäßig hat ihn gesagt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, musst du... Und was, so, weißt du? Ja. Es ist wirklich super wenig passiert, ne? Ja. Wie die letzten ja. Wochen. Aber oh, Gaimon, ja, Digga. Ja, das ist passiert. Gaimon, Bro, ist es nicht wild? Das ist wirklich wild. Boah, nichts einer hat es gecallt, ne? Ja, ich hab auch letzte Woche gesagt irgendwas mit Gaimon. Das zu callen ist wirklich verrückt. Hey, was macht ihr denn jetzt? Was macht ihr denn jetzt diese Woche und die nächste Woche? Ihr seid ja, was macht ihr? Wieso, warte mal. Es ist eine Woche Pause, oder? Wir bangen. Ja, aber eine Woche nur. Aber die Woche, ich glaube, die Woche war jetzt der Talk um das Chapter nicht so krass, oder? Ja. Oder war ein also, Spoiler spicy ja, als gibt, das Chapter? Es gibt so ein, zwei Sachen, die sind interessant so, aber ja, ist schon relativ cool. Ja, also warte mal, okay, erstmal. Also, Schuss warte mal, erstmal entschärfen. Also, Bonnie sah wirklich nur so aus. Ja. Und fertig. Also, war mir auch klar, genau. Ne? Aber nur, dass wir mal das fürs Protokoll aufgeschrieben haben. Hate wieder zurückrudern, alles gut, sie ist auch wieder ein Kind, sie kann es nicht lange, alles cool. Alle Schild. Wieder glücklich. Aber was heißt, sie kann es nicht lange? Ist sie wirklich richtig krass, wenn sie es drauf hat? Oder hat sie nur so einen kleinen Boost und fertig? Ja, weil Saturn sagt ja, dass Bonnie sich noch nicht mehr im Ansatz vorstellen kann, was sie eigentlich für eine Fähigkeit oder das volle Potenzial noch gar nicht weiß. Ne? Also, die hat ihre Frucht ja auch nicht gegessen. Das ist ja durch Saturn gekommen, weißt du? Ja. Der hat ja Experimente an ihr gemacht. So. Es kann halt sein, dass vielleicht in 10 Jahren, wenn ihr halt wirklich dann erwachsen wird, ne, und die Frucht vielleicht oder diese Fähigkeit vielleicht sogar dann noch erweckt. Man weiß ja nie, wie jetzt diese Injektion ist. Wie krass die auch erweckt, tatsächlich wird. Ne? Das weiß man natürlich nicht. Ja, das könnte echt krass sein. Das Ding ist, vielleicht wollten sie so mäßig die, auch vielleicht war das dafür, um Joyboy zu rekonstruieren, so weißt du, die Kräfte von Nika, weil ihnen die Frucht ja auch immer abgehauen ist. So. Genau. Also was für Experimente wollte er machen? So? Die Frucht, meinst du, die Frucht an sich ist ein Experiment? Ja, weil guck mal, sie nimmt jetzt die freiste Zukunft an, so mäßig, die sie annehmen kann und dann resultiert es einfach daraus, dass sie dann so zu so einer Joyboy-Version wird, aber was kann sie denn noch für alternative Zukunft-Versionen annehmen, so, also das hat ja dann auch irgendwie keine Grenzen, die Frucht, so, weißt du? Ja, das ist wieder Thema Zeitfrucht, Digga, ist absolut broken. Ja, ja, also da, das ist genau so ein Ding, also da brauche ich auch nochmal auf jeden Fall eine Erklärung, auch vor allen Dingen, weil es keine richtige Frucht ist, die gegessen wurde, also was wurde denn da injiziert oder was? Ja. Schon sehr geil, aber... Was wird gekocht mit Eki, Digga? Oh, das ist schon der 6. Shot, den wir von Eki haben, so auf Main-Character angelehnt. Was wird da gekocht, Digga? Ich sag, Eki wird sterben auf Eckhead. Er macht den Pedro. Ey, das wäre so krass. Ich muss ja bei Eki sagen, der war ja schon ohnehin, schon damals auf Inis Lobby zumindest, hat er so den Eindruck gemacht, dass er tatsächlich einer der wenigen ist, die so ein bisschen was Menschliches haben. Das nachvollziehen können, dass das, was die tun, da gerade falsch ist. Ja, ne, dass ich auch. Der vielleicht sich halt drehen könnte. Ne? Der beste Moment, Digga, auf Edis Lobby damals, wo Ruffy gesagt hat, als sie es rausgefunden haben, dann geht's unserem Schiff doch gut, ihr habt gelogen. Und Eki so richtig Real Talk. Nein, nee, die Flying Lamb, die wird es nicht mehr schaffen. Oh, ey, das war so krass. Eki, Bro. Ey, genau, gut, dass einer das nochmal geschrieben hat. Ich habe darüber nochmal ein Video gerade auch hochgeladen zu dieser Thematik mit dem Wasser auch. Guck mal, dass Walkyer ins Wasser springt, weißt du? Das ist schon wirklich crazy eigentlich. Also so, der kann schwimmen, so die Gorosei kann schwimmen. Ach so, ja, Digga, krank. Weißt du, also das ist doch eigentlich sagt das Panel so viel aus eigentlich dafür, das so, weißt du, weil so, der ist ja größer. Das ist so interessant. Also, Digga, es muss halt irgendwas mit ihm Summer sein, der irgendwie eine Power hat und diese Power den gegeben hat und deswegen ist es keine richtige Teufelskraft. So. Ja, die sind noch die vielleicht auch diese Urkreaturen oder er ist im Wasser und wird einfach wieder an der Küste neu gespawnt mit so einem Kreis oder so. Ich bin mir sicher, dass Inisama hat den Power gegeben, irgendwie sowas von seinem Dings. Mein Gott, ey. Ich bin safe, das muss so sein. Ich kann es mir anders nicht vorstellen. Und die können nur besiegt werden, wenn Inisama besiegt wird. Ja, sowas muss es eigentlich irgendwie sein, finde ich auch. Ja, das Ding ist, Lucy schreibt ja auch, heißt das, die haben keine Teufelsfrucht, man weiß es halt nicht so, ne? Das sind haben die nicht? Monster, ja, glaube ich auch nicht. Oder macht kein 1000 Chapter-Manga, wo jedes Mal das steht mit Teufelsfrucht und macht das dann hier bei denen nicht. Never. Die haben keine die haben vielleicht Teufelskräfte, aber die haben keine Teufelsfrucht gegessen. Ich meine, die Vorlage haben wir mit Bonnie, ne? Da wurde irgendwas injiziert, ist ja theoretisch auch keine Teufelsfrucht, sondern vielleicht irgendwas krasseres, abgespacedes.
Vielleicht, wie du sagst, weil wir vielleicht irgendwas von Imo noch bekommen. Safe. Irgendeinen Buff oder so. Ne, das kann natürlich tatsächlich sein. Wir haben aber wie crazy das Panel eigentlich ist, ey. Dieser scheiß Roboter, ne? Ey, der, guck mal, das muss man wirklich mal wertschätzen. Das Schwein. Ruffy kann es in G5 nicht verletzen. Das Schwein hat den Roboter schon mal weggeballert ins Wasser. Das Schwein ist unaufhaltsam. Es ist unfassbar stark. Es chargt mit voller Kraft gegen das Schiff. Und der Roboter kontert das einfach und bricht die Haue ab. Also das ist ultra viel Wucht, was dahinter steckt. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon, Digga. Das Schwein hat safe so ein... Das ist so ein Kaiserangriff, so musst du es gerade sehen. Warum ist der Roboter so stark? Ja, das frage ich mich auch. Aus was soll der denn gebaut sein, Digga? Und was tritt denn an? Das ist eher dann diese, ich sag mal, mysteriöse Energiequelle, ne, wo es dann am Ende des Tages drauf hinausläuft. Weil Vegapunk selber sagte, er hat ja alles an diesem Roboter soweit auch, ich sag mal, nachbauen können. Wir haben ja auch diesen ähnlichen Roboter gehabt, der den Stroh, ne? Ja, Vegaforce, den Stroh, ja, so helfen sollte. Stimmt. Und diese Energiequelle, was auch immer diese sein mag, die ist vermutlich der Schlüssel dahinter. Einfach magisch so. Das Ding ist, ist der dann nicht auch unzerstörbar so? Eigentlich, dass er dann am Ende noch so ein Haufen Schutt ist, der aber trotzdem durch diese Energie noch angetrieben wird so und auch eigentlich nicht kaputtbar ist so. Es, ist, also es rein, muss ja sowas sein wie so, ne? Digga, das muss ja sowas sein wie Villain-Wi-Fi. Wenn Vegapunk alles nachbauen kann und aber nicht drin irgendwas findet, dann muss es ja wirklich sein, dass dieser Wille, Digga, wenn er durch Gear 5 aktiviert wird, irgendwas in ihm auslöst oder so, irgendwie connected ist. Ja, aber warum nur bei ihm, weißt du? Da muss ja ein Empfänger trotzdem, oder irgendwas. Ja, genau, es muss trotzdem ein Empfänger sein, irgendwie sowas, ja. Safe. Die Sache ist halt, wenn es tatsächlich Haki ist, dann ist das natürlich absolut untypisch, weil... Nein, oder? Dann müsste man natürlich der Annahme weiter folgen, zu sagen, okay, der wirkt zwar wie ein Roboter, aber in ihm lebt tatsächlich irgendjemand, irgendetwas. Ich meine, der hat jetzt einen Namen bekommen, er hat mit Joyboy geredet, also... Der ist, glaube ich, nicht einfach ein Roboter, der von null auf einfach aufgebaut wurde oder sonstiges. Da ist meinst du, das ist so ein Nagato-Drittelkage? Ey, nicht unbedingt das, aber ne, irgendein Geist, irgendein Wille, der da irgendwie vielleicht eingepflanzt wurde. Ne? Geh mal bitte auf das Panel, wo man die Livestream-Teleschnecke sieht. Das ist ja in ihm drin. Da sieht man im Hintergrund, sieht man da irgendwas? Da ist was drin in ihm, so Räume oder was ist das? Da könnte auch ein Tank sein, wo jemand drin ist. Aber da ist auf jeden Fall Luft. Das Wasser läuft nicht rein. Der ist nicht hohl innen drin, so. Also obwohl da so ofenmäßige Ritze sind, so ist trotzdem noch ist ein Raum, wo man chillen kann. Oder hat Vegapunk sich das da drin gemacht, weil der war ja auch am Anfang drin. Ich meine, so ein Frankie-Abklatsch, ne, fände ich jetzt auch nicht so geil vielleicht. Aber da ist irgendeine Seele oder irgendwie sowas, ne, ist auf jeden Fall drin. Also 100%. Oh, das ist so geil. Wir haben doch mal drüber geredet. Roboter an für sich kann ja keine Haki irgendwie haben, ne, weil Haki ist ja Wille. Motherflame, das heißt, ne. Wir haben doch mal schon drüber geredet, dass Motherflame irgendwie Seele ist von den Leuten damals oder so, ne? Das, ja, gehabt, das ist ja Energie so, also Lunaria-Seelen oder sowas vielleicht. Das wäre so, als wenn die Menschen damals irgendwie einen Weg gefunden hätten, diese Seelen zu extrahieren, Digga, und als Energiequelle zu nehmen. Das wäre auch irgendwie voll passend, wenn sich so Menschen so aufopfern, um als Energie zu dienen. Es würde auch dahingehend passen, dass dann die Weltringe hingegangen ist und diese Energie für ihre Taten benutzt haben, ne? Dann, ja. Und die Motherflame, beziehungsweise Uranus, ne, Zack entfremdet. Ne, dass man da zwei Richtungen hat. Digga, was macht denn mit diesem scheiß Roboter, Alter, wirklich? Ach. Ey, ich finde das einfach geil, ey. Das ist wirklich geil. Chillt eigentlich Katakuri seine Eier? Können wir da mal kurz drüber reden? Ja, ne, aber sieht fresh aus. Aber guck mal, warum ist er immer noch so unselbstsicher mit diesem scheiß Schal, Digga? So, hatte Ruffy ihn so mäßig... Minus-Aura, ja. Hat Ruffy ihn das nicht gelehrt, so scheiß drauf, so akzeptier dich, wie du bist? Ja, das ist schon recht, ne? Das ist schon recht. Fällt in alte Muster. War das nicht, weil... Nee. Ich hab gerade überlegt, ob es irgendwie war, weil, um irgendwie Dingsenschutz zu nehmen, Brûlé oder so ein Scheiß, aber ich glaube, das passt nicht, ne. Ja, aber Digga, also erstmal Re-Rap, wieso chillt er denn? Also macht das nicht 0,0 Sinn, dass er chillt? Ja, ist halt die Frage, does he know, so weiß er gerade, was abgeht so. Also, er muss sich doch wundern, wenn seine scheiß Mama nicht mehr nach Hause kommt, dass irgendwas passiert ist und Ruffy Kaiser geworden ist. Nicht nur das, ich meine, Hawkins wurde ja geradet, Digga, von Kusan, also von Blackbeard. Ja, warte mal, das macht gar keinen Sinn. Was macht der da? Digga, das ist... Das muss irgendwie eine Statue sein oder so, so eine gebaut, das ist gar nicht, deswegen sehen wir auch nur seinen Rücken. Hä, das macht, Digga, warte mal, aber das macht doch wirklich... Kopf ist der All Might, so, weißt du, der sich um alles kümmert, so. Hä, aber Katakuri, Bro, das macht doch gar... Digga, stell dir vor, ist ja genau du bist... So. Ja, sag, ist rede. Ist ja genauso, als wäre Ruffy damals einfach Water 7 geblieben, ja, juckt mich nicht. Ja, das macht doch keinen Sinn. Ja, Robin, scheiß auf sie.
Doppelgänger ja, wie bei Sabaody? Wie, hä, Doppelgänger nein, wie bei Sabaody? Das ist auch so ein Scheiß, das ist Katakuri. Was meint ihr mit Sabaody? Doppelgänger wie auf Sabaody? Ja, Sabaody. Was soll er machen? Die Big Mom Piraten alle opfern, die haben nur Chance gegen Big Bird oder Kuzon. Ja, aber die Big Mom Family, die wurde doch so als Familie und so krass. Ja, die wissen schon, was mit Geschwister. Big Mom ist gerade so. Das ist schon im Hintergrund, das ist schon bekannt so, deswegen chillt er so. Ja, können die nicht überlebt, was ich, genau. Die schlummert irgendwo. Ja, irgendwas okay, ja gut, wenn Katakuri die Insel verlässt, dann sterben auch alles, auch scheiße, ne? Und wenn er die, ja, wenn er die mitnimmt... Er als Cousin da war? Und wenn die... er war hat er einfach... Hat auch so arme Verschreckonats gefressen? Warte mal, nein! Digga. Ey, warte mal, ja, warte mal, wie lange ist das mit Cousin her? Es ist gar nicht so lange her. Es ist gar nicht so lange her, ne? Aber ja, wo war er da, wirklich? Ey, das muss so eine scheiß Statue sein, das, kann auch, das macht doch keinen Sinn. Ich glaube, es ist eine Woche vergangen jetzt so mittlerweile auf Egghead. Oder genau da war er auch, war er in Barcelona im Urlaub oder was? Also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich dumm bin oder irgendwas vergesse, aber es fühlt sich voll plot-holy an gerade für mich. Wie, ey, wie er da so wie so ein Random abgetan wird in den Panels, ne? So als einer, der einfach nur dabei steht so. Er ist, ja, ist Katakuri, ja. Mann, der war so krass, ey. Ja, ich glaube, das sind diese klassischen, hier, ich zeige euch. Warte mal, hier sehen wir ihn auch nochmal von vorne. Guck mal, ja, Digga, ja. Ist ein richtiger Dragon. Aber das, ey, ich sag Statue, Digga. Ich sag Statue, nein, das ist irgendwas. Das ist irgendwas, Digga. Ja, irgendwas, Digga. Es kann doch nicht sein. Das nein, das kann nicht sein, Digga. Also. Nee. Tut mir leid. Nein, das kann nicht sein, wirklich. Geil. Guck mal. Ja, er ist nicht der Held, für den du ihn mal gehalten hast. Aber warte mal, weißt du, wer ein Held ist in dem Chapter? Jupiter. Wieso? Der Wurm. Er kriegt zwar eine Bombe von Ruffy, aber er hat eigentlich so eine kleine Blackbeard-Frucht. Er kann einfach. Guck mal, der hat einfach so CP9-Leute, beziehungsweise so, weißt du, Weltregierungsleute. Ach so, rausgelassen yeah. Alles. Kann Leute speichern und die irgendwo. Also, ich frag mich halt, was ist, wenn er die alle einsaugt und sich dann zu seiner Menschenform wieder verwandelt? Aber bleiben die dann da im Nichts? Also, so. Oh, warte mal. Das ist ja spannend. Wenn die Seraphim rauskommen, dann hören die ja. Also, wer war nochmal ganz oben in der Kette? Vegapunk oder Weltregierung? Weltregierung. Oh, Digga, das ist ja richtig gebumst, ne? Wenn die rauskommen. Ja, ja. Wenn die noch dazukommen. Die Frage ist nur, ob S-Bär von Bonnie, ne? Bonnie, genau. Oder generell ja. Die Seraphim. Oh. Allgemein. Warte mal, wie war das mal? SB hat auf Bonnie gehört, ne? Das wissen wir noch nicht. Ja, wie war das doch mal? Die Pazifisten. Ich habe heimlich einprogrammiert, dass alle Pazifisten auf Bonnie hören, weil er das niemals taken könnte. So. Ja, okay, ich habe es jetzt nicht wieder rekonstruieren können. Also, das hat Vegapunk eingebaut, weil ich dachte kurz, stell dir vor, diese Seraphim hören vielleicht auf die Person, die einen emotionalen Trigger bei denen auslösen. So, weißt du, so S-Snake Ruffy oder so ein Shit. Auch wenn die jetzt schon gekämpft haben. Oh, das wäre krass, ja. Sowas in der Art glaube ich auch immer noch, dass wir da auch noch einen kleinen Peak zu kriegen irgendwie, dass die Seraphim doch irgendwie Emotionen haben. Und aber das war ja ganz am Anfang, gab es da dieses Statement von Lilith, dass egal wie du die Leute umbaust oder modellierst, dass dieser Instinkt, dass der immer da ist. Das hatten wir am Anfang mit diesem Hai, der trotzdem auf Jagd gegangen ist und so weiter. Ne? Und bei den Seraphim, gerade bei S-Hawk, nicht bei S-Hawk, bei S-Snake, also Hancock haben wir es ja gesehen, die hat sich ja trotzdem in Ruffy auch verliebt, ne, so. Oder, also diese alten Muster, die kommen trotzdem zum Vorschein. Das würde heißen, theoretisch. S-Bär würde Bonnie nicht angreifen, Bonnie nicht angreifen. S-Snake würde, also die haben ja, Ruffy hat ja nicht gegen S-Snake gekämpft, ne? Stimmt, warte mal, Ruffy hat ja... Er hat quasi was befohlen, so, oder sie aber, drum gebeten, ne, und das hat sie gemacht. Genau, aber die Fights, was jetzt auch im Anime war, das war ja gegen S-Hawk und S-Bär, Ruffy und, Ruffy und Ferro. Genau. S-Hawk würde, ich weiß nicht, ob es Quatschi-Call ist, aber S-Hawk würde rein theoretisch Perona nicht angreifen, maybe? So ein Shit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer Mihawk jetzt nahestehen könnte, so als Perona. Ja, stimmt schon. Da gibt's sie. Und Jimbo? Jimbo? Koala? Ja, Ruffy hat er schon angegriffen. Ja, Koala vielleicht, so eine Sache. Vielleicht hat jeder seinen Counter-Character so. Ja, irgendwie so. Also, das wäre jetzt so das Sinnigste für mich irgendwie. Das würde Sinn machen. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Ja, genau. Wie flüchten die? Ja, in meinem Kopf ist immer noch, der Antigo-Roboter kämpft an der Küste und die ziehen durch, immer noch so. Aber die fragt mich halt so... Er kann ja nicht alle abhalten. Guck mal, er hat den einen ja weggeschossen, als ob der nicht wiederkommt. Aber jetzt stell dir vor, er regeneriert nicht. Roboter, die... Ja, guck mal, Ruffy konnte das Schwein nicht mal angreifen. Seine Hand hat gebrannt und tut weh so in G5, obwohl er eigentlich ein Gott ist, der alles machen kann. Und er kann ihn einfach angreifen und alles egal und bricht alles ab. Stell mal vor, Walkyrie regeneriert jetzt nicht das Horn. Weil der Roboter ihn irgendwie angegriffen hat. Okay, aber warum? Weil weiß man auch nicht. Das ist halt dieses große Geheimnis, was jetzt die ganze Zeit in der Luft steht. Ne? Man kann die zwar verletzen, Ruffy konnte Walkyrie nicht mal verletzen, aber jetzt die anderen Gorosei, aber die regenerieren sich ja immer wieder.
Bei Walkree war es ja, oder ist der Unterschied ja so, der scheint ja noch ein on top viel krasseres Haki zu haben, dass Ruffy den ja überhaupt nicht mal irgendwie meint ihr echt, wir bekommen on top von Teufelsfrüchten und Haki nochmal eine Komponente, die so speziell ist? Einen, auf den man kann Logia-Nutzer nur mit Haki besiegen, nur halt für die Godosai jetzt. Das kann ich fast schon nicht vorstellen, dass nochmal ja, so ein Ding ist, dazu kommt. Ja, das ist so eine Magie-Komponente gefühlt, ey. Aber sowas ist ja irgendwie da auch. Ich muss sagen, ich fände es nicht so nice. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das nochmal auf Haki aufbaut, nochmal. Ne, weil vieles ja über den Willen läuft. Auch Teufelsfrüchte war ja am Ende des Tages die Wünsche, die Träume. Na, unterm Strich dann auch der Wille dieser Leute. Dass vielleicht in diesem Haki-Skill-Tree, dass es da natürlich noch weitere Stufen gibt. Mhm. Dass bei diesem Advanced-Königs-Haki, Rüstungs-Haki nicht Schluss ist. Ne, sondern dass da noch. Wir dürfen nicht vergessen, die sind 1000 Jahre alt. Ne? Also, da kann natürlich noch einiges mehr kommen. Digga, ist das verrückt. Ey, das ist so geil, Mann. Ey, man kriegt immer nur wirklich so ein kleines Häppchen in den Napf geschmissen, Mann. Und ich meine, mit dieser Motherflame haben wir eigentlich die perfekte Erklärung für alles, ne? Wenn die alle ihre Motherflame absorbiert haben, ne? Diese, ich sag mal, diese Regeneration oder Unbesiegbarkeit haben wir ja bei den Seraphim, beziehungsweise, ne? Das bei Lunaria, man hat an den Experimente gemacht, man hat die wirklich ausgelöscht da. Also, das macht schon so ein Bild, finde ich. Ey, ich frag mich wirklich, wie Odachi das aushält, Digga. Er macht ja jede Woche ein neues Chapter und er verrät ja die ganze Zeit diese Scheiße nicht, ne? So, woher, also, was diese Energiequelle ist. So, das, ja. Digga, wie macht er das? Das ist so. Ich würde sterben, ja. Ich würde alles spoilern wollen, so. Ja, das ist krank, Mann. Wie kann man so gestört sein? Also wirklich. What the fuck, ja, Mann? Echt crazy, Mann. Ey, Mann, Alter, der Typ ist krank. Naja, Leute. Aber jetzt kann ja nicht mehr so viel hier passieren. Also, es ist jetzt eigentlich. Ja, das sagen wir seit Wochen. Also, ja, ne? Vielleicht hinterher sogar. Das ja, ich sag ehrlich. Ist auch noch so ein Thema. Guck mal, ich sag ehrlich, es soll jetzt nicht Hate sein und so. Ich enjoy das ja auch und so. Aber ich bin, also, für mich, Digga, ist auch langsam okay. Langt jetzt, ne? So. Also, entweder setzen wir es noch vor von Vegapunk, ne? Oder wir lassen es sein, aber bitte weiter. Also, es ist wirklich jetzt so geil, aber. Ende. Das Problem ist aber, ihr wisst, wie diese Arcs ablaufen. Ich glaube nicht, dass dieser Arc vorbeigeht ohne diesen. Opferlos. Nein, nee, nicht mal das. Ohne diesen wirklichen Fight gegen den Big Bad. Ich meine, die kämpfen gegen die Gorosei, aber so diesen krassen Schlagabtausch mit einem Gegner, Face of 101. So, das fehlt irgendwie. Ich glaube, das so, wird noch Ruffy kommen. Dass Ruffy erschöpft zu Boden fällt, so dieses Ding, ne? Muss nicht mal Ruffy sein, kann auch ein anderer Charakter sein. Aber natürlich, ja, also in erster Linie wird's Ruffy, ja. Ich meine, jeder geht da jetzt davon aus, oh, die fliehen jetzt so, was, wenn es komplett die opposite aber was ist, ne? Was wäre das? Bleiben was? Und tatsächlich kämpfen. Und es gibt dafür eigentlich nur einen Trigger, wenn die erfahren, wie sie sie tatsächlich verletzen können, ne? So, aber Kage, glaubst dann, du, guck mal, bei dem verrückten Szenario, glaubst du, es könnte eine Möglichkeit geben, dass mehr als ein Gorosei beseitigt wird auf Ecke? Also einen kann sagen, okay, das kann ich mir vorstellen, aber mehr als ein? Ich hab schon mal gesagt, ihr wisst es, Jungs, ihr beide wisst es. Ich habe es schon mal gesagt vor Monaten. Was ist, wenn die hier alle bumsen, Digga? Never. So. Und ich wurde ausgelacht. Digga. Ich muss sagen, einen vielleicht, weil dann hat das so diesen Virgo-Charakter, der ja vorher besiegt wurde. Ja. Ne, dann hat man auch dieses Bruno vorher schon. Ja. Ne, so, das ist so dieses atypische in One Piece. Ne, dass man da vielleicht einen vorwegnimmt. Die Sache ist, wenn man jetzt hier gegen die kämpft und dann später im finalen Krieg nochmal gegen die kämpft, dann ist der Impact halt nicht mehr so da. Das meine ich auch, Bro. So ein Mini-Erfolg sollten die schon haben. Kaga, ich finde, die Gorosei sollten nochmal einen Erfolg feiern. Ich finde, die Gorosei sollten nochmal einen Erfolg feiern. Ja, ich finde auch. Okay, die sind unverwundbar. Ich finde auch, Glaskopf-Opi, Digga, kann schon schlitzen. Das wäre schon geil. So. Ich sag ja, ich sag auch, safe, Digga. Eki stirbt in diesem Arc. Das ist 100%. Eki wird sterben. Aber wenn die nochmal, Eki the Champ, Bro, wenn die nochmal wiederkommen in einem späteren Arc, die haben nicht mehr so einen Impact wie vorher. Ja, das ist jetzt noch was Krasseres, was jetzt noch kommt. Also nein. Also, guck mal, die wurden gerade erst vorgestellt so, und jetzt schon besiegen. Seit Imsama haben wir, vor Imsama haben wir gesagt, okay, das sind die krassesten Motherfucker. Seit Imsama wissen wir, okay, die sind jetzt zweite Reihe so. Ich weiß nicht. Ich fände Saturn okay, so. Aber was heißt besiegen? Dass er auf jeden Fall. Also nicht töten, so dass sie so, zurückgeschlagen. Dass man wirklich ein Erfolgserlebnis hat, dass man die tatsächlich auch verletzen kann. Aber ohne ist das dass der sie sich regenerieren.
Dann wäre Respekt weg ein bisschen, aber ist so. Der, ist alles, aber, ne? Aber ist, es haben auch eine interessante Überlegung. Ist das ein Arc, der auf einer positiven Note enden sollte? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee. Ich finde, dass es sagt, der sollte nicht auf einer positiven Note enden. Nee, die können nicht alle ich jetzt denke, feiern. Ja, wir haben Nika und so. Ja. Das muss Verluste das, auch noch geben. Ich glaube, das ist so von Perspektive zu Perspektive unterschiedlich. Auf der einen Seite Ruffy, für den ist ja eigentlich ein Erfolg, wenn die hier jetzt wegkommen schon. Ja. Ne? Und vielleicht das Geheimnis erfahren, wie jetzt der antike Roboter zum Beispiel Walkery fetzen konnte. Ja, das ist ja so dieser große Punkt. Und auf der anderen Seite, auf der Sichtweise der Weltregierung, ist ja eigentlich diese Vegapunk-Legacy zu vernichten. Eventuell nochmal mit der antiken Waffe Uranus, ne? Dann haben die ja auf deren Seite auch wieder einen Erfolg, ne? Ne? Oh, also, ey, ich denke, das so auf beiden Seiten. Das Ding ist, ey, wer könnte aufklären, wie man die tötet? Wer weiß das? Tatsächlich denke ich, wenn Vegapunk oder Shanks, ne? Das wäre. Shanks, ja, Shanks ist selber dahinter. Aber ey, die haben. Also, guck mal, wann war jemand, der jetzt noch in der One Piece-Welt lebt, jemals. Hat diese Monsterform zu Gesicht bekommen? Keiner, oder? Keiner jemals hat diese Monsterform zu Gesicht bekommen, außer Sabo noch und so. Der hat die auch gesehen. Ja. Aber. Scoppy weiß es. Ich meine, die waren ja auch nie unten. Genau. Das Geheimnis könnte ja vielleicht auf Laugh Tale irgendwo auch gestanden haben, ne? Dass man die so erledigen kann oder so verletzen kann. Weil damals, oder wir sehen es ja jetzt, es geht ja irgendwie, ne? Aber die Nachhaltigkeit des Schadens, der muss ja bestehen bleiben. Es ist ja wirklich die Frage der Regeneration. Ne? Ey, wisst ihr, was auch krass wäre? Sag mir mal, ob ich verrückt bin, Digga. Stell dir vor, der Arc, guck mal, er hat ihn jetzt verletzt, wir bekommen vielleicht einen Trichter, wie er den verletzt hat. Dann geht der Arc zu Ende, die flüchten irgendwie, die kommen zurück und Imsama tötet einen von denen, Digga, weil die so verkackt haben. Das wäre doch geil, oder? Ein Imsama-Auftritt wäre unfassbar historisch für uns. Nein, nicht hier. Die gehen zurück, meine ich. Und dann kommen die so zurück, audienzmäßig und so. Saturn gepunished oder so. Ja, das wäre doch geil eigentlich. Ja, Saturn, genau. Saturn wäre ein guter Kandidat dafür. Ja, Saturn müsste dann. Aber ja, den haben wir auch am meisten abbehandelt bekommen schon. Und Ruffy hat am meisten gegen den gekämpft, so. Das wäre geil, aber Digga. Trotzdem. Ich würde das geil. Ist ein bisschen edgy, aber cool. Tatsächlich. Weil man wird dann keiner seinen Platz einnehmen oder so? Da kommt. Garling? Oh, ja. Ey! Oh mein Gott, ihr kocht gerade. Einer soll den Platz einnehmen, dann wird einer eingeweiht, Digga, was da passiert ist, wie sie diesen Platz bekommen haben. Und dann, wir sind dabei. Oh, das wäre geil, Alter. Das wäre auch cool, Mann. Das wäre auch cool. Ey, aber ich finde auch, noch ein verrücktes Ding, ich finde auch, dieser Arc hat Potenzial, dass er so endet, dass es so voll Chaos ist, ähnlich wie bei Demon Slayer-Folge gestern. Ja. Dass die so gesplittet werden, die Bande. Das würde ich auch geil finden wieder, weißt du? Das wäre auch krass. Dass vielleicht nicht alle auf Elbern sind, sondern nur ein Teil, so. Boah. Und dann kannst du das weghalten, so. Und dann kannst du es auch schneller abhandeln, so den Arc, den Mini-Arc. Das wäre schon geil irgendwie. Chaos-Arc, ja. Aber diesmal fände ich es dann auch, glaube ich, cool, wenn dann die etwas Schwächeren wegkommen, ne? Und dann halt die absoluten Überwinder. Boah, ja. Mal ein bisschen so die ganzen Karten anders mischen. Ne? Ey, Ruffy, Sanji, Zoro, Lysop, Elbern. Und dann, Digga, Lysops großer Rise, weil er irgendwas macht. Das wäre doch geil, Alter. Boah, das Junge. Richtig krass. Das würde ich feiern, aber nicht toll. Die Frage aller Fragen. Uruf in. Und stell dir vor, der andere Teil der Strohbande trifft auf einen weiteren Super-Rookie, der... Und der beschützt ihn. Uruf den Platz ein als Gorosei. Da ist er. Dann ist vorbei. Oh, nein. Digga, ey, ich... Guck mal, das ist doch schön. Man hat doch... Bro, guck mal, das ist eine schöne Zeit, in der wir gerade sind. Weil irgendwann, er wird auftauchen und dann ist vorbei, weißt du? Irgendwann, er wird auftauchen und dann ist dieser Moment, den wir haben mit jede Woche, Ruffy, Urush, bla. Er wird vorbei sein. Er wird vorbei sein. Digga, ey, es ist... Scorpion haben wir auch noch. Ich bin ehrlich, guck mal, ich mache jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren diese Live-Reaction auf die Chapter, ne? Und seitdem ist dieses Meme ja da, so richtig. Digga, ich weiß gar nicht, wie das sein wird, wenn alle, das Chapter... Alle, die hier sind, ihr dürft ihnen nicht das irgendwie schicken oder sagen, du wirst dich diese Woche besonders freuen oder sowas. Schreibt ihnen keine DM mit irgendwas. Stell dir mal vor, es ist soweit, dass die Spoiler rauskommen mit, dass Maddie Monk da ist. Was für eine kranke Woche wird das sein? Ich würde einfach zu dir fahren nach Hause und vor deiner Tür stehen und würde zusammen, zusammen deine Reaktion sehen. So ausgedrückt hältst du so vor der Tür. Ja. Das ist unfassbar. Ey, Alter, krass, Digga. Aber ey, guck mal, wir kriegen ja jedes Chapter jetzt in letzter Zeit immer wieder so einen Pick, ne? Also von der Welt, meine ich. Digga, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert, ne? Es ist wirklich nicht unwahrscheinlich, dass in den nächsten Wochen das passieren könnte.
Ja, nee, Rouge-Reaktion, ey, das ist eigentlich so realistisch, so doll wie nichts anderes. Rouge in 1 ist wirklich ohne Witz so realistisch. Ja, jedes Chapter kriegen wir random ass Charaktere, so warum dann nicht auch Rouge, der immer mal so wieder gezeigt wurde. Safe. Rouge. Das letzte Mal, wo wir den gesehen haben, war ja auf dieser Wolkeninsel, ja. Oder? Ja, mit Rouge Kaido. Eins, ja. Mit Kaido, das ist echt so lange her, Alter. So lange ist es her, wo wir das letzte Mal gesehen haben. Muss mal einer ausrechnen, wie viele Jahre das her ist, Alter. Nächstes, also es ist 9 Jahre her, Digga. Alter, ist es krass. Ist es so krass. Aber ey, wir hatten Stampede ein bisschen, so weißt ja, du. Ja, und wer war der einzige Rookie, der mit Ruffy gebumst hat, Digga? Ja, ja, gerivalt. Gerivalt hat er sogar. Oh Mann, ey. Okay, Jungs, danke. Geiler Talk. Geiler Talk. Yes, heute Abend. Viel Spaß noch. Danke euch, mach's gut. Ciao, ciao.